Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of the Abyss und dem Inselchen Ferres. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Mal wieder? Mal wieder gar nichts. Oh doch. Oh wow, ein Apfel hier. Yay. Haben wir da was drin? Ich meine, der Schrank sieht so, ich würde mal sagen, neu aus. So neuartig, öffnungstechnisch gut zu gebrauchen, aber scheinbar ja nein. Traurig. Oh, okay. Toll. Ah, okay. Ich dachte schon. Super. Yay. Das ist ein roter Lavendel. Lavender. Lavendel, Lavendel, Lavendel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde es nicht essen wollen, sag ich mal. Oder benutzen wollen. Ist wohl eher das, was sie machen. Aber da, wenn sie es benutzen, dann essen sie es doch, würde ich mal meinen. Und das würde ich eben nicht machen wollen. Nee. Ich würde darauf verzichten. Da ist nichts. Doofer Schrank. Doofer, hereinlegender Schrank. Doofer Hinterhalt. Ja, ganz doof. Mein Gott. Ich sollte nicht immer so laut das Spiel anlassen. Das tut irgendwann in den Rand. Nicht, dass ich empfindlich Ohr habe, aber ja. Jetzt ist natürlich so die Frage, die mir bei diesen Spielern in den Sinn kommt, nachdem ja schon ganz klar gesagt wurde, töten böse und sowas. Was ist, wenn man ein Replika tötet? Ist das dann okay? Also weil es ja scheinbar zum größten Teil, ich sage mal, Replikas sind, die nicht unbedingt, ja, was heißt denken, die, ja doch, denken. Die denken ja nicht, so war es doch, ne? Sie denken nicht, sie gehorchen nur Befehlen, ja, nein, Befehlen. Ist das dann okay, wenn ich die töte, oder ist das eigentlich böse, aber im Prinzip interessiert es dann wieder keinen, oder wie ist das? Keine Ahnung. Sind dann nur so Fragen, die mir in den Kopf kommen. Nachdem ja ganz klar mal gesagt wird, töten böse und Luke will nicht töten und so weiter und so fort. Das sind dann so die Gedanken, die man dabei hat. Oh, toll. Da geht's runter. Ich wollte noch nicht nach unten, ich wollte schon nach oben gucken. Also ob da irgendetwas ist halt, ne? Nicht einfach nur so zum Spaß, sondern einfach nur gucken, ob hier irgendetwas ist. Da kam ich ja. Nee, da kam ich her. Von der Leiter, da war eine Tür. Hier ist gar nichts, hier ist noch eine Tür. Okay. Also hier ist ein Raum mit nichts. Wie immer. Ach mein Gott. Ach nö, jetzt ist hier auch noch eine Tür. Jetzt wird es auch noch verwirrend. Okay. Können wir den Schalter umlegen? Ja, mit der Statue. Das ist doch das, was ich vorhin probiert habe, oder nicht? Was ein Käse. Genau dasselbe wie vorher, wo ich gesagt habe, das ist so penibel mit diesem blöden Schießen. Ganz ehrlich, es ist total penibel mit dem Schießen. Das ist schon gar nicht mehr schön. So, mal kurz was gucken. Für später. Stil. Ja, ist okay. Wir wollen gleich was stehlen. Würde ich mal sagen. Deswegen habe ich jetzt nachgeguckt. Falls das jemanden interessiert. Ich weiß es nicht. Raum mit nichts. Schön, dass wir darüber geredet haben, dass in diesem Raum nichts ist. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Nein, ist es nicht. Ich hasse Räume, in denen nichts ist. Das ist so eine Art von Riesenzeitverschwendung. Im Riesenformat. Hier ist auch nichts. Und ich hoffe mal für die Leute, die hier früher gewohnt haben, dass da Namensschilder hingen. Oder Zahlenschilder. Hauptsache irgendetwas, was ausgewiesen hat, dass man da wohnt. Sonst, weiß nicht, es sieht ja alles gleich aus. Das wurde uns ja gesagt. Es hat ja auch seinen Grund. Das wurde ja auch erklärt. Auch wenn ich mich da mehr oder minder frage, warum erzählen sie mir so ein unnötiges Detail, weil ich
Naja, alle Dungeons sahen bisher dann in sich drin gleich aus irgendwo. Klar, hier sind es Gebäude, aber so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Deswegen, keine Ahnung. Ja, so viel Erklärung für nichts halt. Oh, geil, ein Level Up. Sehr gut. Geil, ein Level Up. Nächster Kampf. Kann er da direkt stehen bleiben? Ritterreplika, warte mal. Oh Mann. Oh, hoher Ritterreplika. Oh, Final Cross. Sehr schöne Technik, die wollen wir wieder lernen. Oh, die Lance, auch sehr schön. Au, 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 au. Ich werde hier gerade massakriert. Tut was, Leute. Tut was. Okay, meine Leute. Oh, haben was gemacht. Okay, ich nehme es zurück. Ich wollte gerade sagen, meine Leute, helfen mir nicht. Ah! Aber doch, tut weh. Ja, geil. Du machst deine Art völlig in die falsche Richtung. Aber das passt schon. Naja, das Revitalize, sollte ich ja eher sagen, ist nicht ganz durchgekommen durch dieses Donnerschwert, sag ich mal, aber passt schon. Was ist damit? Das ist nichts. Okay, unten ein Gang. Den hätte ich beinahe wieder nicht gesehen. Und da haben wir, was? Haben wir die Cutscene? Haben wir Sachen? Nein, wir haben gar nichts. Yes, gar nichts. Ich finde gar nichts so toll. Warum geben Sie mir die Möglichkeit, ganz ehrlich, warum geben Sie mir die Möglichkeit, dahin zu gehen, machen sogar eine eigene Kameraperspektive dafür, nur um mir zu sagen, da ist nichts. Es bringt dir nichts, hier hinzugehen. Lass es einfach. Ja, es war bestimmt eine schöne Stadt irgendwie. Ja, alle Leute hier waren unschuldige Menschen, die im Prinzip nichts mit dem Krieg zu tun hatten, die nichts verbrochen hatten oder zumindest nichts im Sinne von Krieg angezettelt oder jemanden ermordet, von mir aus. Und dann kam der Tsunami, hat entweder alle getötet oder die Überlebenden sind wahrscheinlich noch verhungert, weil hier nichts mehr am Wachsen war. Arietta? Das klang jetzt wiederum so, als würde Arietta hier leben oder hätte hier gelebt. Oh, mal was Neues. Was ist das denn? Chimäre. Also von den Gegnern her würde ich sogar wirklich sagen, Arietta ist hier oder hat hier wirklich zumindest mal gelebt. Das sage ich jetzt einfach mal so aus dem Grund, dass hier diese Gegner mich dann doch sehr an die Gegner erinnern, die immer mit Arietta rumrannten. Dieses Hells, Wilke und ein Liger. Also, ist jetzt nur meine Meinung, aber kommt halt so rüber. Ich weiß nicht, ob das Absicht von denen ist, den Entwicklern, aber so ist es halt nun mal. Ja, ein paar Light Blasts. Die kann ich hier sehr gut einsetzen. Und tschüss. War natürlich praktisch, dass das Ding auf dem Boden gehalten wurde, dann nachdem ich solche Probleme hatte mit dem ersten. Ja, ja. Über die Türme, traurige Musik einfach nur. Und es ist so neblig, warum auch immer. Ach, scheiße. Dachte, das sind Schatztruhen. Damit. Okay, Kisten. Kein Weg dran, kein. Gar nichts.
Also einem Bildschirm mit einem Gegner und vielen Kisten, mit denen ich nichts anfangen kann. Yes! Jesus! Okay. Immer noch nur ein Weg. Nur Kisten. Und zwar keine Kisten, die ich öffnen kann. Ach. Wow, toll. Die Tür wurde wieder verschlossen und ich bin gefangen und hab Angst, weil dieser Gegner so extremst bedrohlich auf mich wirkt. Und nein, ich werde sterben. Ich bin tot. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht. Die Idee ist okay, aber man muss ja bedenken, das ist ja dieses von mir aus, wie soll ich es nennen, ich sag mal Dungeon-Gimmick. Dass es hier Türen gibt, die man betritt, hinter denen dann irgendwelche Gegner sind. Das ist im Prinzip das Dungeon-Gimmick, dass ich kämpfen muss. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, dieses Dungeon-Gimmick ist ziemlich bescheiden. Muss mal so zu sagen. Das ist zumindest nicht toll. Das ist nichts Großartiges und im Prinzip habe ich davon auch nicht, dass ich hier gegen die Gegner kämpfen muss, also gezwungenermaßen. Im Großen und Ganzen kämpfe ich ja eh die ganze Zeit schon gegen die Gegner. Also, keine Ahnung, bringt mir nicht viel. Sinnlos. Aber egal. Was habe ich jetzt bitte schon gecured? Hat ja gar nichts gemacht. Recover. Jetzt cure. Also konnte ich nicht mehr geheilt werden, oder was? Okay. Die Insel Ferris. ミズの力は恐ろしいのね。ミオは泳げないですの。また津波が来たら大変ですの。今は大丈夫だよ。それにアルビオールもあるし。この町の人々はほとんど助からなかったでしょうね。ほどの消滅はほど以外の場所にも影響があったんだ。アクゼルスも。 Ja, das ist schon tragisch. Das muss man jetzt mal so sagen. Dass eine gesamte Stadt oder Population, was ja viel schlimmer ist, also einfach ausradiert wurde. Und zudem noch komplett vergessen wurde. Das darf man ja auch nicht vergessen. Niemand erinnert sich mehr an Ferris. Und selbst Guy, der hier gewohnt hat, also nicht in Ferris, aber in Hoth, erinnerte sich erst ein bisschen später wirklich dran. Also, traurig ist es. Ich meine, wer möchte schon, dass die Stadt vergessen wird? Oh, das war absolut. Oh yeah. Ich liebe. Oh ja, Turbulenzen hier, Turbulenzen da. Sehr, sehr schön. Aua. Das hat wehgetan. Und am Ground Dasher vorbei. Weil ich ihn weggepustet habe. Das ist so typisch wieder. Axe. Und hier ist nichts. Ich hätte es wissen sollen. Ich hätte es wirklich wissen sollen. Ich hätte da gar nicht hingehen dürfen, aber nein. Nein. Ich musste ja gucken gehen. Ist hier irgendwas? Ja, da ist was. Da ist was. Da ist. Ja, das ist nur wieder eine Arken. Ja. Wo sind wir überhaupt? Ja, das würde ich auch gerne wissen.何言ってんだ。さっきあの右の方から来たんだから、今度はまっすぐ行って左に。違うわ、ルーク。さっきは左の方から来たのよ。あれ？ルーク。野生の魔物が来そう本能を失っては、ただの家畜ですよ。おい、誰が魔物だ。つうか、何が家畜だ。家畜は自分のくせに。ガイ、何か言いましたか？ いえいえ、リオニー陛下のブウサギの名前が何だったかなんて、そんなこと言ってません。 Ja, Monster können wohl ihren Orientierungssinn verlieren. Angeblich soll es ein bisschen schlecht erbärmlich sein, wenn es ein Mensch tut, aber naja. Jado ist ja auch ein Haustier. Wenn man mal an die Schweine von Peony denkt. Hehe.
welche. Da war. Diese Stimme, die nicht da war, erinnert mich an Arietta. Wow. Arietta wurde hier geboren. Ihre Eltern sind bei der Flut gestorben. Sie wurde gerettet von einer Liger-Königin wahrscheinlich, also die Mutter. Vaan hat ihr angeboten mitzumachen, was ja völlig okay ist. Und dann hat er die ganze Stadt in ihr eigenes privates Schiff umgewandelt. Okay. Und das soll jetzt ihre Basis werden. それならコミクリ施設もありそうですね。レプリカの機械ならあるよ。だってバン総長がアリエッタの町を復活させてくれるって約束してくれたもん。それはまやかしだわ。レプリカは本当の家族でも家族の代わりでもないのよ。 Also, Vaan will, oder hat ihr zumindest versprochen, die gesamte Stadt neu zu machen. Also, als Replika, klar, mit Eltern und allem drum und dran. Und hier versucht ihr klarzumachen, dass es kein, ich sag mal, keine zweite Familie gibt im Prinzip, weil niemand ersetzt werden kann. Und sie meint jetzt, Luke ist definitiv ein Ersatz für Ash. Was? Ion hat mich verstanden? Er hat sogar Vaan geholfen? Was? Ah, der alte Ion. Okay. Okay, wir sollen auf Largo warten. Ja, gut, okay, also das ist wirklich etwas, was von Vaan genutzt wurde hier. Und fürs Duell müssen wir immer noch warten, dass Largo mal irgendwann das Startzeichen gibt. Okay, von mir aus, fein. Hab ich nichts gegen. Soll so sein. Kann ich jetzt hier irgendwas Großes kaputt machen? Ich meine, sie hat von einer Fon-Maschine geredet, also einer Replikamaschine eher. Dann sollte ich die auch kaputt machen. Lass mich was kaputt machen hier. Ja. Oh ja, da ist eine. Hehehehe. Und sie ist groß. Das gibt einen tollen Knall, wenn ich die kaputt mache. Das ist Fomikri? Ich bin überrascht. Das ist ein sehr großes Ding. Und es ist. Also die Maschine ist größer als die Jado, ich sag mal, kennt oder annimmt. Von daher ist das schon ziemlich beeindruckend. So, やめろ。
Die Schwester von Guy. Hallo, oh, und jemand und so. Wurden alle geboren, weil Moos sie... Warum jetzt Moos? Warum nicht Wan? Hä? あなた Vielleicht eine sehr gute Frage. Warum sollten sie also hinter den Originalen stehen bleiben, wenn sie, geboren worden sind schon? Na, die Antwort darauf ist eigentlich, oder muss man ja davon ausgehen, einfach nur die Tatsache, dass man jetzt nicht die Originale einfach töten kann. Das geht doch nicht! Allerdings könnte er, das ist das, was Tier gerade anspricht, er könnte... Von diesen Replikas allerdings lernen, dass er nicht hinter Ash zurücksteht, dass er einfach Luke ist und fertig. Ja, er hat einfach kein Selbstvertrauen. Er sagt einfach, ich hätte gar nicht geboren werden sollen und so weiter und so fort. Ja, die Replikas hier sind in gewisser Weise arrogant. Einfach nur, weil sie meinen, sie sind's jetzt und sie müssen leben und die anderen haben kein Recht dafür, aber ob das jetzt rechtfertigt, sie zu... Naja, wahrscheinlich zu töten, ist auch wieder so eine Sache, aber naja. Okay. Ich war's nicht, ich habe nichts gemacht. Tja. Moos hat schon mal weitergemacht, während wir hier saßen und geredet haben. Holy shit. Das ist das Ding aus dem Intro. Hey, cool. Was auch immer es ist, aber es ist groß. Okay, und die Göttergeneräle finden das auch noch gut? Muss ich ja davon ausgehen, so wie die da stehen. Was ist das?
Also, sie gehen zum Turm von Rehm. Was auch immer das schon wieder ist. Da teile ich den Gedanken. Ich nehme nicht an, dass Moos sich um diese Replikas kümmern wird. Die werden sehr wahrscheinlich einfach vergessen und zum Sterben zurückgelassen. Wuppi! Ja, wir müssen jetzt hin. Wuppi! Gut, dann, was kriegt denn nochmal rein? Vielleicht ist da noch etwas und danach geht's dann einfach weiter. Gucken wir doch mal ganz schnell. Hier ist soweit nichts. Hier sind ein paar Fumikri-Maschinen. Scheinbar ist hier gar nichts. Was ein bisschen schade ist eigentlich, es sei denn, hier ist jetzt was. Aber wie gesagt, abgesehen davon sehe ich hier nichts, deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ihr könnt ja, ich weiß nicht, von mir aus eine Puppe oder sowas sein. Da oben ist eine Schatztruhe, das sehe ich noch. Okay, also hat es sich wenigstens einigermaßen gelohnt, hier wieder reinzulatschen. Gut. Ein Stundenglas, boah. Habe ich zwar bisher noch nie benutzt. Ich meine, die Idee ist gut, dass alles eingefroren wird. Aber naja. Und hier haben wir noch Persienstiefel. Okay. Soll mir recht sein. Habe ich nichts gegen. Gut, hier ist soweit sonst nichts mehr, also kann ich gehen. Okay. So. Was sind die Gegner? Ah ne, das hier ist... Willkommen, diejenigen, welche mich befreien werden. Juppie! Wörter sind nicht mehr vonnöten. Besiegt mich mit all eurer Stärke. Okay. Ja, das ist der nächste Schwerttänzer ist, das sollte euch klar gewesen sein irgendwie. Das wäre eigentlich gerade ganz gut, aber machen wir einfach sowas. Und Jado darf dann sich mit absolut zufrieden geben. Ich muss mich einmal heilen. Hallo? Ja, ich muss mich einmal heilen. So. Und dann gibt's... Nein, 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 nein. Ah, Ketzel. Fliehen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eine magische Linse werfen, so. 86.000. Ah, das geht ja noch. Ja, erklärte Leime, Larmes. Oh ja. Eine Technik, die ich eigentlich anbringen will, ist... Ja, sowas. Denn... Diese Technik würde dafür sorgen, dass wir von diesem Typen etwas klauen können, was ziemlich cool ist. Allerdings habe ich mit dem Klauen gerade nicht allzu viel Glück, leider. Naja. So, du solltest nicht das machen, was du da gerade vorhast. Hey,
Na. Dammit. Wo ist die Lebensflasche? Yay. Aber immer schön, dass wir noch sterben. So, machen wir das. Und dann einfach mal das. Bitteschön. So. Nochmal ein Overlimit. Natürlich. Headset. Also muss ich mich hinstellen, damit er irgendwas zu verprügeln hat. Alles, was besser ist als Jado. Nein. Und da ist er auch schon tot. Also das, was ich stehen wollte, hat mal wieder nicht funktioniert. Es wäre ein Sunlight Chamber. Also ein sehr praktischer, wie ist es nochmal? Egal, jedenfalls Kern. Und wir erhalten für den Sieg das Ultimatus. Das drittstärkste Schwert im Spiel. So, ja, doch, stimmt. Blah. Hooray dafür. Ja, mein Wahn endet hier. Ich werde mich in ein normales Schwert zurückverwandeln. Ich danke dir. Und damit erhalten wir nochmal das Ultimatus. Ist leider nicht so, als hätten wir jetzt zwei, aber wir haben das Ultimatus. So. Wie ihr seht, ein schöner Sprung, was die Angriffsstärke angeht. Ein Relikt aus dem Phonik-Krieg. Und damit, Leute, verabschiede ich mich von euch. Okay, damit verabschiede ich mich von euch schon genug oder endlich genug. いや、大丈夫でしょう。あら、どうしてそう言い切れますの?先ほど奴が落とした武器からは、もう異様なフォニムを感じません。何度か戦ううちに、私たちの攻撃によるフィールドオブフォニムスが奴を構成していたフォニムを吸い取ってしまったのでしょう。つまり、あの魔物にまとわりついていた怨念は、浄化されたのですわね。いえ、でもあれほど強い怨念なら、まだこの近くに留まって、 復活の機会を伺っているのか。私たちを恨めしそうに見て。勘弁してくれよ。ま、そう思いたければそれでも構いませんが、あなたは怪談話が好きですね。ええ、自然の神秘ですわ。ねえ、ルーク。あら?呆れて逃げてしまったようですね。 Ja, Geistergeschichten sind wohl scheinbar wirklich Natalias, wie sagt man, Bier. So, damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mehr Sachen machen. Zum Beispiel mehr Dinge kaputt machen. Oder nach Eldaran fliegen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.